Wer von euch glaubt an wahre Liebe auf den ersten Blick? Wer von euch glaubt dran, dass du jemanden siehst, du bist verliebt in die Person und sagst so, yo, das ist die Person fürs Leben und Friede, Freude, Eierkuchen und bis zum geht nicht mehr. Mich schreiben immer wieder Menschen an, die sagen zu mir, ey, guck mal, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Glaubst du an die wahre Liebe, dass man jemanden findet, den man toll findet und man verliebt sich und man bleibt Ewigkeiten zusammen? Ich sage euch jetzt, und ich werde wahrscheinlich sehr dafür gehatet werden, das gibt es nicht. Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht. Es gibt verliebt sein, das ist was anderes. Man verguckt sich in jemanden, in dessen Aussehen. Aber Liebe auf den ersten Blick, das funktioniert schon mal gar nicht, weil du doch gar nicht weißt, wie der Charakter des Menschen ist. Okay? Meine Frau und ich, wir haben nicht geheiratet, weil wir verliebt waren. Die Liebe ist natürlich gekommen. Die wird auch immer stärker. Aber sie erwächst aus Respekt. Du lernst einen Menschen kennen, okay? Und du findest toll, wie dieser Mensch lacht. Oder du findest toll, wie dieser Mensch eine bestimmte Sache auf eine bestimmte Art und Weise macht. Oder du findest es toll, wie dieser Mensch riecht. Die Stimme kann alles sein. Aussehen. Egal was. Und alles ist schön und Friede, Freude, Eierkuchen und ihr verbringt eine bestimmte Zeit zusammen und irgendwann kommt der erste Streit. Und dann merkt ihr, okay, das, was in meinem Kopf abgeht und das, was in deinem Kopf abgeht, sind ein bisschen unterschiedlich in dem Punkt. Und dann kommt noch ein Streit und noch eine Diskussion und noch eine Diskussion und noch ein Streit. Und irgendwann macht irgendjemand vielleicht etwas, was dem anderen gar nicht gefällt. Und dieser Moment wird kommen. Und dann wird es euch nicht weiterbringen, dass diese Person toll aussieht, euch nicht weiterbringen, dass diese Person toll duftet, eine tolle Stimme hat oder süß lächelt, sondern da wirklich knallhart, kommt's drauf an, rafft ihr euch zusammen, schafft ihr es zusammen zu bleiben, schafft ihr die Probleme zu bewältigen, ist dieser Mensch dir wichtig genug, dich selber nach hinten zu stellen. Und da ist das Wichtigste Respekt. Das ist das Wichtigste. Punkt 1, Respekt. Gegenseitiger Respekt. Und Punkt 2, gemeinsame Interessen im Sinne nicht von Hobbys. Tu mal Hobbys komplett zur Seite. Gemeinsame Interessen auf das Leben bezogen. Ich gebe euch wieder ein Beispiel. Jemand lernt eine Frau kennen, okay? Oder ein Mädchen besser gesagt. Findet sie süß, sie findet ihn süß, die daten sich. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, der Typ möchte heiraten und sie nicht. Sagt er, ja, wie wär's denn jetzt so mit Familienplanung zusammenziehen? Und sie sagt, wow, 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 ich möchte erstmal Karriere machen, ich möchte noch Spaß haben, ich möchte noch reisen. Und dann habt ihr schon so einen Bruch. Und ihr schraubt euch zurück und denkt euch so, okay, ich kann das ertragen. Auch nach einem halben Jahr und nach einem weiteren Jahr ist sie vielleicht noch nicht bereit. Aber er geduldet sich die ganze Zeit. Und irgendwann geht das Ding kaputt. Und dann denkst du dir, hey, wieso habe ich jetzt so lange gewartet? Ich könnte doch direkt beim ersten Date eigentlich sagen, ey, ich will heiraten. Bist du dabei oder nicht? Kommt jetzt sehr cringe, aber meiner Meinung nach sollte man das direkt beim ersten Date klären. Sehr wichtig. Worauf soll das Ganze hinausführen? Bei 16, wir haben nach 3 Jahren geheiratet, waren nach 1 Jahr Beziehung verlobt. Wir wollten aber für unsere Hochzeit selbst zahlen. Da 2 Jahre verlobt rumgelaufen, sind inzwischen 6,5 Jahre glücklich verheiratet und bekommen inshallah in den nächsten 2 Wochen unser erstes Baby. Perfekt, genau das meine ich. Ich sage nicht heirate nach 1 Jahr, nach 2 Jahren. Ich sage, fass den Entschluss. Wann du das tatsächlich vollziehst, ist was anderes. Aber am Anfang sollte schon klar sein, das läuft auf eine Ehe hin. Ich habe keine Lust auf dieses Kennenlernen und vielleicht sind wir zusammen, vielleicht auch nicht. Das. Aber das machen alle. Alle vergnügen sich, haben Spaß, nehmen sich irgendeine Person, die gerade vor sich finden und wundern sich dann, wenn man hinterher auf die Schnauze fällt. Wenn du jetzt diese Person siehst beim ersten Date und du möchtest jetzt diese Person fragen, ob sie sich vorstellen könnte, zu heiraten irgendwann. Dann musst du doch wissen überhaupt, ist dieser Mensch geeignet? Was sind denn die Faktoren, ob jemand geeignet ist oder nicht? Nicht, dass du eine bestimmte Augenfarbe hast, eine bestimmte Haarfarbe hast. Die Kriterien dafür, ob diese Person Wifi-Material ist oder Ehemann-Material ist, sind Mindset, Moral, Kultur, Erziehung, Respekt. Weil du möchtest ja, dass diese Person sich um dich sorgt, wenn es dir schlecht geht, dass diese Person deine Kinder erzieht, dass diese Person mit dir dein Leben bestreitet, dass diese Person in schlechten Zeiten da ist, sowohl auch in guten Zeiten. Und dazu zählt auf jeden Fall nicht Aussehen. Das heißt, Menschen treffen sich, daten sich monatelang, jahrelang und wissen insgeheim, ach okay, eigentlich moralisch passt das nicht. Und eigentlich hat sie auch viele Respektlosigkeiten mir gegenüber gemacht. Hat mich beleidigt, hat das und das gemacht, hat mich belogen, okay, hat mich hintergangen. Und eigentlich möchte ich auch vielleicht in diese Richtung. Kann ja auch sein, dass sie Familie will und er will feiern und kein oder Karriere machen, kann ja auch sein. Und das passt nicht und man ignoriert das. Und das sind dann die Leute, bei denen das richtig den Bach runtergeht und die mir dann sagen, mir geht's richtig schlecht, ich habe mich getrennt. Warum?
ja, die hat mich jahrelang beleidigt, hat mich betrogen, hat das gemacht. Oder er hat das gemacht, dies gemacht. Lügen, hintergehen, verheimlichen, schlagen, Beleidigungen. Wenn diese Sachen vorliegen, dann funktioniert das nicht. Egal wie gut diese Person aussieht. Egal wie schön diese Person sonst spricht. Egal wie, woher diese Person kommt und egal welche anderen Vorteile diese Person hat. Vor dem Hintergrund, wo wir jetzt wissen, dass Aussehen auf jeden Fall keine Rolle spielt, wie kann es dann sein, dass Leute denken, dass es Liebe auf den ersten Blick gibt? Kann gar nicht sein, ist unlogisch. Noch eine sehr interessante Frage hat doch jemand gerade in den Chat geschrieben. Glaubst du überhaupt an die Liebe bis zum Lebensende? Jein. Warum ja? Wenn du eine Frau oder einen Mann findest, respektierst, achtest, schützt, dich um diese Person kümmerst, eine Familie gründest. Natürlich liebst du diese Person irgendwann so sehr. Und wenn keiner Scheiße baut, glaube ich dran, dass das auch bis zum Lebensende hält. Ich hoffe ja auch, dass meine Ehe, inshallah, bis unser Lebensende reicht. Aber warum auch nein? Weil Liebe, was ich in meinem Kopf habe, ist was anderes als Liebe, was sie in ihrem Kopf haben. Für mich bedeutet Liebe zu verzichten, die Bedürfnisse der Frau über deine eigene zu tun. Oder deines Kindes oder deiner Mutter. Liebe ist ja nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen existiert das. Und wenn du das nicht verspielst, glaube ich daran, dass bis zum Lebensende halten kann. Aber wenn du nicht bereit bist, Respekt zu zeigen, aufzuopfern, Kompromisse zu schließen, wenn du nicht bereit bist, die richtige Person zu suchen überhaupt und auf den Charakter zu achten und dann lernst du eine kennen, die sieht ein bisschen schnieke aus, das war's und dann seid ihr Friede, Freude, Eierkuchen zusammen und nur dieses Spaß am Zusammensein hält euch zusammen. Nur dieses, dass die gemeinsame Zeit euch Spaß macht. Das ist das Einzige, was euch zusammenhält. Das ist A, keine Liebe und die hält doch nicht bis zum Lebensende. Sowas gibt es nicht. Eine Ehe oder eine Beziehung ohne Kopfschmerzen und ohne Arbeit gibt es nicht. Und jeder, der daran glaubt, verarscht sich selber und denkt sich so, boah, wir lieben uns ja, das wird uns zusammenhalten. Nein, reine Liebe, nur die Liebe an sich, wird euch nicht zusammenhalten. Weil die kommt genauso, wie sie geht. Es ist wichtig, dass man dran festhält. Und dass man auch dran festhält, wenn man diese Person gerade am liebsten erdrosseln würde. Dass man dran festhält, wenn die andere Person auch einen auf die Palme bis zum Geht nicht mehr bringt. Es ist wichtig, dass in einem Streit, wo es richtig kracht, zu wissen, sogar in diesem Moment ist sie die beste Person, die ich mir an meiner Seite vorstellen kann. Viele denken sich, okay, das wird zwischen uns halten, nur aufgrund der Liebe. Das gibt es nicht. Was ist denn Liebe? Liebe ist ein Gefühl, was du kriegst, wenn du dich A, nach einer Person sehnst, B, Verantwortung für die Person übernimmst, C, diese Person respektierst, D, diese Person als deinen besten Freund und als deinen engsten Vertrauten siehst. Verschiedene Sachen, die zusammen machen dann dieses Komplex Liebe. Viele anderen denken aber, es ist einfach nur Verliebtheitsgefühl. Manche schreiben, Essen, wichtiger Punkt, als kleines Beispiel. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und eure Frau hat Essen für euch gemacht. Und das jeden Abend. Jeden Abend setzt sie sich steht in der Küche und kocht für euch. Das ist nicht nur eine Sache der Liebe. Die hat doch selber vielleicht keinen Bock dazu. Das ist eine Sache der Fürsorge. Das ist eine Sache der Aufopferung. Sie opfert ihre Zeit auf, sie sorgt sich um euch und macht euch Essen, damit ihr euch zu Hause wohlfühlt. Ich will nicht nur auf die Frauen, ne? Geht für die Männer genauso. Das, was euch zusammenhält, ist dann nicht das Essen an sich. Das ist die Tat, die diese Person macht. Und das ist sehr wichtig. So baut man sich ein Zuhause auf. Und viele haben das inzwischen vergessen. Und die daten dann Frauen und sagen dann, welchen Film guckst du am liebsten? Was sind deine Hobbys? Auf welche Schule bist du gegangen? Wen interessiert das? Wen interessiert es, welchen Film diese Person gerne guckt? Vielleicht ändert sich dein Geschmack, vielleicht ändert sich ihr Geschmack. Ihr werdet schon Filme finden, die ihr zusammen gucken könnt. Essverhalten, Filmverhalten, Hobbys, kann sich alles ändern. Was sich nicht ändert, ist deine Erziehung, ist dein Mindset und das, was du willst. Also, um auf das Thema zurückzukommen. Leute sagen, gibt es Liebe auf den ersten Blick? Gibt es nicht. Liebe ist eine Sache, die du dir erarbeiten musst. In Form von Respekt, in Form von Aufopferung, Arbeit, Kompromisse. Und dann kann eine Ehe auch, inshallah, bis zum letzten Tag halten. Als ich meine Frau kennengelernt habe, es ging alles relativ fix. Und ich bin unfassbar froh, das so gemacht zu haben. Weil du lernst ja einen Menschen mit der Zeit kennen. Und jeder Mensch hat Punkte im Charakter, die dem anderen vielleicht nicht gefallen. Wenn du in einer Beziehung bist oder in der Datephase,
bist, dann gefällt dir vielleicht etwas an einem anderen nicht und du hast die Möglichkeit zu sagen, so, weißt du was, eigentlich guter Mensch, aber diese Angewohnheit, ist schon nervig. Ich trenne mich. Und dann trennst du dich, wegen Kleinigkeiten. Hast du diese Person aber geheiratet und nicht wegen irgendwelchen rosaroten Brillen und wegen Verliebtsein, sondern wirklich, weil dieser Mensch sehr gut in dein Mindset reinpasst, in dein Leben reinpasst, die gleichen Vorstellungen verfolgt, natürlich auch optisch dir gefällt und alles passt, der Background passt, alles ist super, du hast diese Person geheiratet und dann natürlich kommen Sachen, die dir vielleicht nicht gefallen, aber dann hast du schon verloren, du hast schon geheiratet, du bist gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen und erst dann lernst du es, dass diese Kleinigkeiten unwichtig sind, sondern das große Ganze wichtig ist. Egal nach welchem Streit du nach Hause kommst, trotzdem dein Essen bekommst, egal bei welchem Streit du dir denkst, egal, für mich ist trotzdem das Wichtigste, dass die andere Person gesund und glücklich ist, das ist der Punkt. Was ist, wenn man einen Psycho abbekommen hat, welche Baba schauspielern kann? Dann hast du ein Problem. Dann hast du ein unfassbares Problem. Renn. Renn. Ich habe mit dem Kopf geheiratet, in erster Stelle. Also besser gesagt, die Entscheidung zu heiraten habe ich mit dem Kopf getroffen. Sehr früh. Das Herz folgte danach. Das Herz wird immer folgen. Wenn von deinem Kopf her schon diese Person super zu dir passt, du diese Person respektierst, du zu dieser Person aufsiehst, als einen guten Freund oder als deinen besten Freund oder deine beste Freundin siehst, diese Person dir das Gleiche entgegenbringt, irgendwann wird diese Liebe automatisch kommen. Das entwickelt sich mit der Zeit. Das ist nicht am ersten Tag da. Wie soll denn am ersten Tag Liebe da sein? Du hast diese Person noch nie gesehen, noch nie gekannt. Nichts. Wie kannst du diese Person lieben? Geht doch gar nicht. Abus Fanboy Emir, dürfte eure Frau feiern gehen? Wenn meine Frau feiern gehen wollen würde, wäre sie nicht meine Frau. Gute Antwort, gell? Es sind eine der Kriterien, nach denen man eine Person aussucht. Ich habe gesagt, ich gehe nicht feiern. Ich will auch nicht, dass meine Partnerin feiern geht. Was feierst du denn? Was gibt es denn zu feiern? Fertig. Eine Woche später, ich bin heimlich feiern gegangen. Spaß. Maestro Abi, was, wenn sie ihre Meinung nach der Ehe ändert? Was ist, wenn du morgen vom Bus überfahren wirst? Dinge können immer noch passieren. Allahu Alim, wir können nicht wissen. Gib einfach dein Bestes, geh mit der besten Absicht daran und inshallah wirst du am Ende des Tages belohnt werden dafür. Die Lara keeps Keller. Abi, kann man Fremdgehen verzeihen? Nein, meine ganz klare Meinung, nein, kann ich nicht verzeihen. Das ist nämlich nicht ein kleiner Fehler, das sind tausende Fehler in einer Kette, die du gemacht hast, um zu diesem Punkt zu gelangen. Allein, dass du dich der Option ausgesetzt hast, dass das irgendwann mal möglich war. Selbstschuld. Kann man nicht verzeihen. Was heißt, also verzeihen im Sinne von, du kannst diesen Menschen dennoch das Beste wünschen und sagen, weißt du was, von meinem Herzen, ich vergebe dir, aber dann noch weiter mit dieser Person zusammen zu sein, du verarschst dich selbst. Darf eine Frau in die Shisha-Bar? Sehr gute Frage. Ich frage andersrum. Sollte eine Frau in die Shisha-Bar? Weil darf, wer verbietet es ihr jetzt? Der Vater, der Partner, das Kind, ein Onkel, wer verbietet es ihr? Ich frage also nicht darf, sondern sollte. Jetzt frage ich euch mal anders. Sollte ein Mann in eine Shisha-Bar? Nein. Der Mann hat da genauso nichts zu suchen. Warum Shisha-Bar? Table-Dance-Club, Kneipe. Was suchst du da? Was gedenkst du dort zu finden? Ich finde, dass man Frieden, Segen nicht in der Shisha-Bar finden wird. An alle, die sich gerade getriggert fühlen, weil die gerne in die Shisha-Bar gehen, aber normalerweise mit meinem Mindset übereinstimmen und sich jetzt sagen, ey, das triggert mich jetzt. Warum sagt der Shisha-Bar Scheiße? Ich gehe dahin mit guten Absichten. Du kannst eine gute Absicht haben, dagegen sage ich nichts. Und vielleicht gehst du auch in die Shisha-Bar, es passiert nichts und alles gut. Aber in der Shisha-Bar werden andere Frauen sein. Das heißt, dein Blick geht rüber, du hast vielleicht Kopfkino an einer Stelle, vielleicht ist da eine Schlägerei, überall ist Rauch, ist doch kein guter Ort. Das ist doch kein schöner Ort, um sich aufzuhalten. Was will man machen, wenn man zu Hause keine Shisha hat oder rauchen darf? Ja, dann machst du es halt nicht. Dann machst du es halt nicht. Frau mit Freundinnen allein im Urlaub. Was sagst du dazu? Warum sollte eine Frau alleine mit ihren Freundinnen in den Urlaub fliegen? Andere Frage, direkt Gegenzugfrage. Mann macht mit seinen Freunden Urlaub. Warum? Warum sollte ich jetzt mit 4, 5 besten Freunden sagen, wir fliegen nach Malle. Ich rede nicht von Umrah machen. Ich rede von Relax Partyurlaub. Das gleiche, was für die Frau gilt, gilt doch auch für den Mann. Andere Sache. Wenn ich nicht will, dass meine Frau einen Freund hat, also einen Kumpel hat, sollte ich dann mit irgendwelchen Frauen schreiben? Natürlich nicht. Was macht das denn für einen Sinn? Aber die Leute gucken nur das eine an. Ja, der verbietet der Person das. Verbieten gibt es sowieso nicht. Wenn die eine Person aus Liebe die Meinung des anderen berücksichtigt und nicht macht, dann ist es nicht das gleiche wie ich verbiete jemandem was. Wir leben in Deutschland, wo du keinem Menschen was verbieten kannst. Das ist so. Jeder kann seine Rechte voll ausleben. Bedeutet aber nicht, dass du jedes Recht, was du hast, auch bis zum Ende ausschöpfen solltest. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Nur weil du das Recht hast, überall hin reisen zu können, wo du willst, das Recht hast, körperliche Unversehrtheit zu genießen, das Recht hast, zu tragen, was du willst, würdest du ja nicht mit deiner Goldkette nachts durch die Bronx laufen oder durch Harlem laufen. Weil du weißt, es wird dir abgezogen. Obwohl du
das Recht hättest, dass es nicht passiert, aber es passiert trotzdem, also schützt du dich, indem du es nicht machst. Und wenn du das Recht hast, eigentlich in eine Shisha-Bar zu gehen, aber du weißt, da wird Scheiße passieren, das ist kein guter Umgang, da passieren keine schönen Sachen, das Klientel ist nicht schön und mein Mann möchte das nicht und du machst es nicht, und dann schützt du dich in dem Moment selbst. Ist doch was Schönes. Ich sage einfach nicht, dass es ein Ort ist, in dem ich mich gerne aufhalten würde, und das ist auch kein Ort, wo meine Frau sich aufhalten sollen würde. Und deswegen ist es wichtig zu fragen, die Person, was ist dein Ziel, was sind deine Vorstellungen? So, ich habe direkt beim ersten Date auch darüber geredet. Feiern und sonst was. Machst du sowas? Ich gehe auch nicht feiern. Ich habe auch mal in meiner Jugend feiern gehasst. Okay, passt.